ich würde gerne einmal einfach für mich auf die Bühne gehen und auf Bodybuilding-Bühne einmal mitzumachen. Einfach aus Spaß, just for fun. Gefällt mir gut, Sherry. Gefällt mir sehr gut. Versuchen. Genau, schön. Bei der Blick ist auch sehr wichtig. Und die Knie, guck mal, die sind hier ein bisschen mehr. Genau, siehst du, da ein bisschen die Einschnitte noch mehr. Genau, und halten. Diese Position musst du jetzt immer ein bisschen halten. Zum Beispiel. Jetzt ist der Navi. Achso, okay. Das ist der erste Folge über unsere Dokumentationsfilm Meine Weg im Bodybuilding dieses Jahr. Wir fahren jetzt gerade zu Fitnesstreff in Wentorf. Da trainiert Mike Norbin. Das ist ein ehemaliger Bodybuilder, dass er jetzt wieder aktiv ist und möchte wieder teilnehmen. Da ich noch nie bis jetzt Posing gemacht habe und habe ich absolut keine Ahnung, möchten wir hingehen und er hat sich bereitgestellt, dass er mir hilft und in dieser Weg mich begleitet bis zum Ende. Und ja, das ist der erste Mal. Mal sehen, was passiert. Hallo, mein Name ist Mike Norbin. Ich bin 35 Jahre alt und begeisterter Kraftsportler. Das habe ich von meinem Vater in die Wiege gelegt. Er selber war begeisterter Gewichtheber und auch sehr erfolgreicher deutscher Meister, norddeutscher Meister und mehrfacher Hamburger Meister. Ich selber habe auch an einigen Bodybuilding-Meisterschaften daran teilgenommen und habe 10 Jahre lang ein eigenes Fitnessstudio gehabt. Jetzt arbeite ich seit einigen Jahren als Personal Trainer und ich habe nicht schlecht gestaunt, als mich neulich Sherry anrief, die Legende vom Kraftdreikampf, und mich gefragt hatte, ob ich ihn für seinen ersten Bodybuilding-Wettbewerb betreuen möchte. Natürlich habe ich bei dieser großen Ehre zugesagt und jetzt sind wir dabei, dieses Projekt umzusetzen. Ob ich selber dabei noch auf die Bühne gehen möchte, halte ich offen, weil ich muss noch eine Menge Speck abziehen. So, wir machen Line-up. Du kommst rein, so. Du kommst meistens von der Seite rein, genau. Okay. Genau. Und dann beginnt dein Line-up. Line-up ist mitunter die längste Pose, deswegen musst du die auch am längsten durchhalten. Da musst du bis zu 10, manchmal sogar 20 Sekunden stehen. Das hängt auch davon ab, wie viele Teilnehmer da sind. Genau. Aber Line-up ist deine Pose, das machst du schon mal sehr gut. Und du bist noch nicht mal hart, was meinst du, wenn du nachher hart bist, wie das aussieht? Und jetzt Doppelbizeps zum Beispiel. Das heißt, die Beine bleiben so, die Spannung im Körper bleibt auch und du musst jetzt wirst du zum Beispiel nach vorne rufen, die sagen Nummer 1, bitte Doppelbizeps. Und das ist dann das Ding hier. Beim Doppelbizeps, die Beine, ja, immer in Spannung halten. Die Beine musst du durchgehend unter Spannung halten. So. Ja, genau. Und jetzt Doppelbizeps. Genau. Hier, der musst du raus, mehr raus. Ja, guck mal, schon siehst du bullig aus. Die Ellbogen mehr nach oben. Genau. Mach mal ein bisschen, guck mal, wenn du dich ein bisschen größer machst, also weiter auseinander vielleicht mal. So ein bisschen. Okay, und hier richtig schön, ja, genau, Luft reinholen. Also von hinten siehst du brutal aus, das muss ich schon sagen. Hier muss mehr Spannung rein auf der Seite, links. Oh. Ich weiß, das krampft immer noch mal. Du musst die Position die ganze Zeit halten, wenn sie dich nicht gleich nach vorne rufen. Du musst, natürlich, wenn du nach vorne geholt wärst, weil angenommen, ihr seid 10 Leute und dann sagt Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 bitte nach vorne kommen und du bist nicht die Nummer 3, dann musst du trotzdem hinten noch die Spannung halten. Das bringt dir nichts, wenn du dann so, oh, ich warte erst mal, bis ich drankomme. Das geht so nicht. Wenn du jetzt so stehst, dann machst du so einen fließenden Übergang. Das genau. Und dann so. Bisschen höher, die Hände. Hier über die. Ja, genau. Ja, guck mal hier. Und immer leicht mehr Spannung in den Beinen. Ja, Hammer. Richtig schön. Genau. Hammer. Ja, Latz ist echt deine Stärke. Alter Schwede. Seitliche Brustpose. Mir ist egal, welche Seite du nimmst. Genau. Wichtig hier ist, wenn du mit der Seite anfängst, bringst du eine geile Wade, Alter. Heftig. Damit kannst du Nüsse knacken. Mit dem Fuß musst du in der Mitte von dem. Okay, so. Genau. Bisschen runtergehen insgesamt. Und den daran pressen. Dadurch wirkt er, siehst du das, dadurch wirkt er noch breiter. Okay. Genau. Und jetzt musst du die Seite, die vordere Seite, voll nach hinten ziehen. Würdest du mal die andere Seite probieren? Das ist ja, ich weiß, dass du deine Muskelliste hast, aber das ist eigentlich in dem Falle gleichgültig. Ich möchte mal gucken, weil es kann ja sein, guck mal, wie der nach vorne kommt. Der steht ja jetzt schon wie eine Rakete.
Guck mal, weil wenn du ihn nach hinten ziehst, ich sehe nicht, dass du da einen Muskelriss hast. Nee. Weißt du, was ich meine? Ja. Du ziehst die Seite weg, du ziehst sie nach hinten. Und ich finde sogar, dass du hier entspannter stehst, weiß ich nicht. Genau, schön. Bei der Profi kannst du dich sogar klein machen, weil dadurch, du musst immer vorstellen, da sitzen die Kampfrichter, da oben, wo die Kamera ist, und die wollen deine Beine auch sehen. Das ist allein, ja? Ich darf mal kurz. Beide Beine ein bisschen auseinander. Genau, ja. Ist blöd. Klar. Und jetzt? Okay. Jetzt spannen wir die Doppelbizeps an, von hinten. So, dass man von hinten da die dicken Arme sieht. Okay. Richtig anspannen. Fest. Genau, und schön nach hinten kippen, dass du weißt, genau. Ja, mit dem linken Knie ein bisschen mehr in die Hocke mit dem linken Bein. Mhm. Linke Seite, ja, genau. Ja, gut. Und jetzt Latissimus-Pose von hinten. Genau, hol die richtig schön raus. Latissimus ist deine Stärke, das sag ich dir jetzt schon. So. Oh, Alter. Spannend, ne? Spannend, warm. Ja, bist du echt um? Das wird nicht besser, wenn du nachher die Diät machst. Ja, das ist genau. Das wird schlimmer. Aber wenn du das ein paar Mal übst, dann geht's nachher. Schön nach hinten kippen. Ich fall da runter. Kein Problem. Ich muss mal üben, ey. Oh. Ja, ey, das ist das erste Mal. Ich möchte, dass das auch im Video so dokumentiert wird. Das ist heute das erste Mal. Okay, und jetzt Latissimus-Pose. Ja, Alter. Hammer. Schön breit. Mhm. So. Okay. Dass du richtig wie eine Banane stehst. Das ist zwar für dich super unangenehm, dein Kopf auch noch hin. Also richtig. Genau. Und jetzt machen wir so einen schönen fließenden Übergang zum Latissimus. Ja, das so. So soll das immer aussehen. Immer diese fließenden Übergänge. Schön breit machen. Du kannst auch so erstmal anfangen, als Beispiel. Und dann ziehst du den immer mehr nach hinten und dann machst du einfach so. Ja, das kannst du dann machen, wie du möchtest. Ich weiß ja leider nicht besser. Die ist natürlich ein bisschen normal, ne? Das ist ja wohl. Also hier stehst du komischerweise zumindest ein bisschen viel gedehnter, finde ich. Also hier kommt es schneller raus. Man muss nachher gucken mit der Bräune zu gehen. Ist es echt nicht. Nee, diese Seite ist besser. Du standest auch auf der Seite entspannter, muss ich sagen. Du hier. Du bist ja auch nicht beweglich. Ich bin nicht beweglich, weißt du, weil wenn ich jetzt abnehme, dann kann ich mich ein bisschen mehr. Ich hab so viel Masse jetzt. Und nachher, wenn so ein bisschen die Trommel weniger ja. wird, ne, dann bist du auch nochmal beweglicher. Glaub mir, ich meine, ich selber stelle mich ja auch gerade völlig blöd an. Das ist normal. Mhm. Wie gesagt, Fakt ist nachher das Ding. Mhm. Und ich kann dir nachher auch noch ein paar Tricks zeigen. Mhm. Später aber erst, also nicht jetzt. Und auch nicht vor der Kamera. Nachher kennen wir unsere Geheimtipps, weißt du? Unsere Tricks. Bauchbeine, da musst du dich so hinstellen. Bauchbeine? Bauchbeine, das ist das Ding hier. Das ist die letzte Pose. Und da kannst du wirklich deine Arme nochmal so zeigen. Ne? Weil du legst dir die Beine hier hinter dem Kopf. So, genau. Dadurch. Guck mal, da sieht man sogar bei dir sogar noch die, deine Stärken. Auspusten. Genau. Du siehst, ich darf mal kurz sehen, guck mal, wo das nachher aussieht, wenn ich die Speckfalte ja, nachher ziehe. Siehst du das? Auspusten, Sherry. Schön auspusten. Genau, mit den Beinen ein bisschen rumspielen. Ich möchte deine Quadrizeps sehen, genau. Hammer, ja, genau, so, genau. Du musst die nachher so ein bisschen so präsentieren, genau. Schön, nicht zu schnell, sonst kommen sie durcheinander. So, dass man durch da aussehen kann, du hast dann vielleicht mal die andere Seite. Genau. Ja, Hammer. Damit sie nämlich sehen, dass beide Seiten gut entwickelt sind. Ich hab nie gedacht, dass die Pose so hart wird wie jetzt.